ja, und jetzt komme ich nicht ran, oder was? Hey, Alonso! Weißt du, kommst du schon mit Überspeed an? Was macht er? Nichts! Nichts! Jetzt machst du auch noch zu, wa? Ja, hey, Digga. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Formel 1 21 auf dem PC in der 75. Folge. Heute endlich bei Sonne das zweite Training von Monza. Dementsprechend ab geht's. Ich freue mich sehr. Endlich wieder bei Sonne. Highspeed-Strecke. Da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen was probieren. Meine Pedale mal kurz richtig schieben. Profi am Start. So. Also. Wir machen natürlich das hier. Softe Reifen, das ist klar. Auto Spitzengeschwindigkeit ausgerichtet, ganz klar. Ich mache jetzt aber vielleicht das hier. Triebwerk ist soweit ganz gut, bis auf den Turbolader. Ich will jetzt aber wenigstens dieses Rennen damit noch fahren. Ich habe gar keinen Bock eigentlich, dass wir... ja... wieder von hinten starten müssen. Gut, ja. Wir fangen an mit Reifenmanagement. Würde ich sagen, Start und wir fahren natürlich raus. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Schauen wir mal, wie es jetzt trocken hier aussieht. Ja, der Motor Turbolader 72. Na, das ist natürlich scheiße, ne? Wir haben ja jetzt noch Training und Qualifying vor uns mit dem Ding. Ja. Da ist wieder ein Frühzünder dabei, ich merke das schon. Der ist schon draußen. So, jetzt ist es wieder ganz anders. Eigentlich ist das hier wieder das erste Training, weil... ja, Digga, was macht er denn? So, wäre schön, wenn das DRS diesmal auch offen bleibt. Also dieser Wagen hat wirklich nur Probleme. Wir müssen wirklich mehr Punkte in die Strapazierfähigkeit stecken. Oh, und im Qualifying eine extrem saubere Runde hinkriegen. Aber im Trockenen ist es halt wirklich anders. Gut. Okay, wir müssen jetzt einfach nur Reifenmanagement hier machen. Auf einer wunderbaren, schnellen Runde. Mal ein bisschen vorsichtiger. Und dann sind wir noch im lilanen Bereich. Da können wir auch gerne bleiben. Klar, ist hinten kaputt. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Ja, die Kurve ist auf jeden Fall nicht einfach. Da muss man echt aufpassen.
Ansonsten gefällt mir diese Strecke wirklich gut. Ja, ich denke, besser kann man mit den Reifen nicht umgehen. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Schon mal verkackt. Schön rausgedreht. Zumindest schneller als Tsunoda schon mal. Das bedeutet ja sehr viel. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ey, diese Curbs, ne? Das geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. So, 3 Runden, das heißt 2 Flotte. Machen wir doch noch locker jetzt, ne? Ja, ich mit den Curbs immer. Warum muss der Wagen so reagieren? Wieder Scheiße genommen. Alter, wie schlecht ist diese Runde? Kannst du dir ja sonst wohin stecken. Als ob ich hier auch schneller durchgekommen bin. Die Runde davor hat sich irgendwie richtig beschissen angefühlt, ehrlich gesagt. 1:23:3 war es aber. Na, probieren wir es nochmal. Wir können ja sehr viel rausholen in der ersten Kurve schon. Schon besser. Aber jetzt haben wir gleich Verkehr hier, oder was? Aston Martin, verpisst euch doch. Ja, die werden mich nerven. Ja, Alter. Ja. Und noch eine. Der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Ja, eine will ich jetzt so hier wohl noch fahren. Wir machen ja auch locker 1:22:8, also da fehlt definitiv noch was. Was? Wo springt er? Da ist nichts. Nichts. Da ist kein hoher Curb oder so. Nichts. Oh Gott. Ja, und da ist der hohe Curb. Und da springst du jetzt nicht? Wenn es wieder ums Limit geht, dann...
Also viel verbessern können wir hier nicht mehr. Krank. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Ey. Das ist doch unglaublich, wie dieser Wagen gebalanced ist. Ja, nee, viel mehr werde ich da nicht mehr machen. Ich werde vielleicht das Setup nochmal ein bisschen mehr auf Kurven umstellen. Dann verliere ich halt auf den Geraden wieder mehr Speed. Also eigentlich bringt das gar nichts, aber probieren können wir es noch. Und 500G gestorben. Ja. Ja, letzter Sektor kriegen wir halt nicht mit, also... Ich glaube, man kann halt mehr rausholen in dieser Kurve, wenn man da Fullspeed durchkommt, anstatt dass man ein paar km/h schneller auf den Geraden ist. Ne? Also. Aber ja, unser Motor scheint jetzt nicht wirklich viel mehr zu bringen, also... Ja... Nochmal neue Reifen... Und dann gehen wir doch mal hier auf Abtrieb. Und dann fahren wir wieder los. Alles bereit. Dann gucken wir mal. Problem ist, jetzt haben wir wieder Benzin für 10 Runden. Also werden wir jetzt auch wieder zu schwer sein. Und mit so einer schlechten Karre zu fahren, macht dann halt auch auf Dauer nicht wirklich Spaß. Turbolader sind wir jetzt immer noch bei 73. Das ist schon mal gut. Was bremst du denn? Digga, die haben das hier so gebaut, dass man da gar nicht durch die Pfeile durchfahren kann. Der Wagen untersteuert so krass. Na, gucken wir mal. Das werden wir nicht schaffen mit dem vollen Tank, aber... Aber hier kann man mit mehr Gas rein, das merkt man schon, ne? Also... Warum muss immer jemand vor mir sein? Dieser beschissene Traffic. Alonso. Ey, Alonso. Ey, ja, und jetzt komme ich nicht ran, oder was? Ey, Alonso!
Deister, kommst du schon mit Überspeed an? Was macht er? Nichts! Nichts! Jetzt machst du auch noch zu, wa? Ja, hey, Digga. Ey, Alonso. Ist das dein Ernst, Alonso? Ja. Ja, Digga, jetzt schiebe ich dich ab, Alter. Jawoll. Und bleib ich drauf. Ding ist kaputt gemacht. Ey. Es ist doch unfassbar. Es ist unfassbar. Alonso. Jetzt lass mich in Ruhe hier. Unfassbar. Ey, wirklich. So, die nächste Runde zählt wieder. Dann gucken wir mal. Dann fahren wir noch zwei, drei Ründchen. Bremst du denn jetzt nicht? Ich bremse doch bei der Ideallinie. Ey! Ja, alles klar, wunderbar, perfekt. Wieso verändert sich dieses Menü immer? Ja, hier auf den Geraden verlieren wir jetzt natürlich ein bisschen Zeit, das ist klar. Da überdreht er sich immer minimal, das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Letzten Endes nimmt sich halt so gut wie gar nichts, ne? Paar Tausendstel, es ist doch... Ah ne, wir waren sogar schneller oder was? Die Kurve war schon mal verkackt. Auto, da gibt's was. Das heißt, lenken.
Wenn ich einlenke, dann will ich auch, dass du deinen Arsch rumkriegst. So, ich fahre aber nur eine Runde und dann war es das auch schon wieder. Schon wieder bei 75% und das Ding soll noch ein Rennen überstehen, weißt du? Also. Dieser Wagen geht mir langsam, also wirklich, auf den Sack. Dieses Balancing ist eine Schrecklichkeit, wirklich. Okay, das war eigentlich abgekürzt, aber ich nehme es mal. Dieser Wagen lernt auch nie dazu. Das Balance ist so schlimm. Diese Karre fährt einfach nicht. Wie soll denn das hier im Rennen werden, Alter? Mit vollem Tank. Der Wagen ist da sowas von inkonsistent. Guck mal, so die Kurve war super. Guck mal, wie viel. Locker nur ein Zehntel. Jetzt sind wir wieder Achter, also. Hatte echt gehofft, hier wäre mehr drin, aber. Komm, eine noch. Viel mehr werden die Reifen noch nicht machen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Habe ich schon gesehen, beim Einfahren in die Kurve, dass der Wagen wieder verkackt. Wieder verkackt. Die Kurve kriege ich auch nicht perfekt hin. Also das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Diese Ideallinie irgendwie ist auch nicht gut gemacht. Das soll einem ja angeblich helfen. Ja, ist nicht schlecht, aber auch wieder nicht gut genug. Na, fahren wir jetzt in die Boxer rein. Dann ist das so. Hier bremse ich zu spät.
Jo, Top zur Box. Nicht mal Top 10. Also, ich verstehe es aber nicht. Dein Heckflügel ist beschädigt. Rechne mit häufigem Untersteuern, bis du für die Reparatur reinkommst. Der Typ sagt mir Untersteuern, im Text steht Übersteuern. Kannst du dir mal entscheiden? Ja, naja. Also nicht die Performance, die ich mir für dieses Auto hier vorgestellt habe. Gut, wir sind immer noch ganz unten in der Liste, das ist klar. Ich denke, die größte Schwäche werden wir bei der Aerodynamik haben. Top Speed ist nicht das Problem, aber auch bei so einer Strecke ist Top Speed leider einfach mal nicht alles. Und das ist das Problem. Ja. So sieht's aus. Wir springen zum Ende des Trainings und dann ist gut. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Nein, ich... will nur sehen, wo uns das jetzt hinbringt. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Bottas, Hamilton und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. 1:22.6. Das ist halt nicht so weit weg. Das ist halt nicht so weit weg. Was macht unser Teamkollege? Der ist 1:24.5. Auch nicht gut, auch nicht gut. Das war's dann wieder für die Folge. Schon wieder viel zu lang geworden. Wir müssen echt weniger fahren. Geht echt so nicht weiter. Nächste Folge dann das dritte Training. Und wir sehen mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.